Musik ist mein Lieblingsthema. Ich spreche umso lieber darüber, als ich durch keinerlei Vorkenntnis getrübt bin. Nicht als ob ich mir überhaupt nichts aus Musik mache. Im Gegenteil, bisweilen gehe ich sogar in Opern. Einmal habe ich Tristan und Isolde gesehen. Daraus mache ich mir nun weniger, vor allen Dingen, weil die Oper meistens sonntags gegeben wird und sie ist so lang und sonntags haben die Friseure geschlossen, glatt rasiert geht man rein, mit einem Vollbart kommt man wieder raus. Und dann ist da im zweiten Akt die Sache, wo sie sterben dürfen und nicht wollen, aber sollen, weil sie müssen. Stundenlang geht das Gemecker. Und nachher haben die Leute so geklatscht, dass ich Angst gehabt habe, die wiederholen den Refrain. Dann kenne ich noch, weil ich ja ein ausgesprochener Wagner-Verehrer bin, diese Nibelungensache. Die ist ja sehr nett. Da kommt diese hässliche Erscheinung drin vor, dieser Hundling. Und dann einer, der heißt zwar Siegfried, aber er ist ganz blond. Dann kenne ich noch den Troubadour, aber der ist wieder von Verdi, da hat der Wagner Pech gehabt, dass der ihn ihm vorweg komponiert hat. Ich hoffe jetzt bewiesen zu haben, dass ich über Musik sprechen darf und vor allen Dingen ein Wort sagen kann zur Rechtfertigung unserer modernen Schlager, auf die immer so furchtbar geschimpft wird. Immer wieder hört man sagen, früher die Gassenhauer sind viel geistvoller gewesen. Das ist gar nicht wahr. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Lied, Mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Das war sozusagen das Valencia unserer Väter. Ein grauenhafter Blödsinn. Und auch die anderen Lieder, die sich mehr in fragender Form bewegten, zum Beispiel das Lied, bei dem man sich erkundigt hat, ob denn kein Stuhl da ist für diese Hulda. Mehr eine medizinische Angelegenheit. Während wieder rein kriminalistischer Natur die Frage war, ob man nicht den kleinen Kohn gesehen hat, der damals eine überaus gesuchte Persönlichkeit gewesen sein muss. Die Lieder unserer Zeit haben doch wenigstens einen wirtschaftlichen oder philosophischen Hintergrund. Ich denke dabei beispielsweise an das Lied, in dem man die Persönlichkeit zu eruieren sucht, die den Käse zum Bahnhof gerollt hat. Merkwürdig ist auch, dass bei manchen Liedern der Tatort bekannt ist und er bei anderen erst wieder gesucht werden muss. Es steht zum Beispiel fest, dass das Herz in Heidelberg verloren gegangen ist, während unklar bleibt, wo die Haare von dem August sind. Ich verhehle nicht, dass es Lieder gibt, die einen logischen Knacks haben. Zum Beispiel Baby, wovon ist dein München so rot? Du hast doch nicht etwa Ei, Ei. Dann wäre es ja gelb. Genau dasselbe, was ich mit den Schlagern bewiesen habe, gilt auch von den Operetten, bei denen man uns auch immer wieder die alten Operetten als Vorbild für geistvolle Texte hinstellt. Es gibt eine Operette, die wir alle lieben, die Fledermaus. Da ist ein Text drin, der lautet Duidu, Duidu, Trala, La, 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 Duidu, Duidu, Trala, La, 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 La. Also ich kann mir nichts dabei denken. So viel über Musik.